Und da sind wir schon wieder zurück. Erstmal gegen die Waffe klatschen. So, weiter kann's gehen. Jetzt ist die Waffe auch wieder in Ordnung. Hier bei Star Wars Republic Command mit mir dem Punkt. Ja, da kommen wir sowieso noch einmal rein. Ja, hol dir das Bagda. Das ist sehr gut. Ich glaube, das Spiel wurde damals auch ein bisschen mehr auf den Multiplayer ausgelegt, obwohl der Multiplayer eigentlich recht mager ist. Es macht zwar Spaß, das Spiel im Multiplayer zu spielen. Also nochmal auf dem... darauf zurückzuführen, dass das Spiel schon wieder fast vorbei ist. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt ja... Das ist der 18. Part. Das ist nicht viel für das Spiel. Und jetzt kommt vielleicht, ich weiß nicht, eine halbe Stunde geht das Spiel vielleicht bestimmt. Vielleicht ein bisschen länger, wer weiß. Voll ins Gesicht gestochen. So, Landeplatz zerstören wir natürlich. Zack. Jetzt brauchst du eine zweite Augenklappe. Zack. Ach, und da ist schon der Ausgang von dem Level. Alles scharf, Mann. Na, dann sprengen wir mal das Ding hier in die Luft, würde ich sagen. Ich will das Ding in die Luft jagen. Bums! So. Noch eine. Ich weiß auch noch, was mich also als allerletzten Kampf erwarten wird. Aber ich glaube, wo kommen, dass wir damit große Probleme kriegen werden. Also ich glaube, das wird schon kritisch. Es muss noch einen Landeplatz geben. Machen Sie den Stützpunkt dicht, endgültig. Wir schicken schnellstmöglich Luftunterstützung. Achtung, Leute. Wir haben ihn gehört. Vernichten Sie die Basis. Helft mir! Besser! Und da fliegt er. Ich mag das. Kommando braucht Unterstützung, Data. So, dann helfe ich mal wieder hoch. Und ein anderer kann das mal in die Luft jagen. Was, rot, grün, rot oder rot, rot, rot? Nee, rot. Deckung! Dass sie immer so viele Kisten in den Weg legen müssen. Sie, Bagda, jetzt! Ohne Bagda! Das hier ist mehr als nur eine Vorratsbasis der Transport. Oh, ich will den gucken. Die Separatisten sind hier garantiert involviert. Da duckt er sich genau in dem Moment. Oh, das war doch ein Kopfschuss. Nee, es erreckt sich. Heilen Sie sich, Data. Versorge Bagda. Tut das gut. Mist, ich hätte warten sollen, bis sie da drunter stehen. Aber ich war der Meinung, das ging. Ja, ich hab's mir irgendwie geahnt, dass das ging. So, dann machen wir ein bisschen Kaboom und so. Zerstören Sie ein bisschen den Waffenabwechslung. Noch ein Raketenwerfer. Ganz toll. Leugner. Umgeht sie. Alles klar. Der Söldner trifft ja nicht mal die Breitseite eines Angriffsschiffs. Piu, Messer OP, Messer OP, meine dummen Bots. Seit wann können Trandoshaner fliegen? Seit wann kann Trandoshaner fliegen? Oh, guck mal da hinten, der wartet anscheinend noch irgendwie auf uns. Den erlöse ich mal von seiner Aufgabe. Trandoshaner sind schon cool. Irgendwie. Wir brauchen dieses Geschützkommando. So, Fixer kann auch erstmal weg. Und dahin gehen. Bums, das hat sich einfach so schön angeboten da gerade. Einfach mal so schöne Granate da reinschießen bei den 10.000 Gegnern. Wir brechen auf. Genehmigen Sie sich etwas, Bagda. Ah ja, so ist das schön. Warten wir nochmal einmal ab. Das war bitter nötig. Wir brechen auf. Delta, formieren Sie sich. Beim nächsten Mal sind Sie vorsichtiger. Noch vorsichtiger. So, vorsichtshalber einfach. Ein bisschen Bagda, Delta. Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Ja, bitte. Delta-Team, formieren. Kein Scharfschützengewehr, mal hier. Gut, dann nehmen wir hier mal das. Mann, der Dschungel macht mir richtig Angst. Roger, verlasse mich schon. Es geht doch nichts über eine kleine Dschungeljagd. Sich im Gebüsch verstecken, einen Plasmablitz durch den Schädel eines Gegners jagen. Da fühle ich mich lebendig. Okay, jetzt macht mir 07 Angst. Ach, ja, die Stelle, an die konnte ich mich auch noch erinnern. Okay, jetzt macht mir 07 Angst. Ich glaube, die Separatisten nehmen die Basis als Ausgangspunkt für ihren Angriff auf die Wookies. Und einer kümmert sich um den Sinnere dringlich, um das Vordere. Und alle anderen versuchen so die SDKDs umzuhauen. Finde ich eine gute Lösung. Und vor allem schnell. Man darf nicht so viel Angst bei diesen Dingern haben. Also sofort rangehen an die Sache. Guck mal, der hintere ist fertig. Perfekt. Und ich bin ja auch gleich fertig. Dann kann man gleich beides auf einmal explodieren lassen. Oh. Und Bums.
Und jetzt kann man da nochmal drauf schießen. Wumms. Ich jag mal nochmal ein paar SEKDs in die Luft. Ich habe so gut wie keine Leben verloren, aber dafür sind zwei von unseren Leuten gestorben. Ist trotzdem noch recht effektiv gewesen, würde ich mal so spontan sagen. Da lebt immer noch einer. Oh, der will eine Rakete schießen. Attack! So, wiederbeleben. Jetzt. Die Waffe hatten wir ja schon ewig nicht mehr benutzt, habe ich das Gefühl. So, dann kann man sich mal wieder schnell heilen. Wir machen wieder wirklich schnell Fortschritte. Das war ein Befehl, das war keine nette Frage. Ja, ja, also. Da oben sind wir mal. Der Dankert auch schon auf ihn. Er hat noch gar nicht Trick 17 gesagt. Oder kommt das vielleicht jetzt noch? Ist es immer story-relevant? Ich dachte mal, die sagen das so zwischendurch. Trick 17, vergessen Sie nicht immer, dass Sie dort sind. Okay. So, jetzt können wir auch mit viel Krach und Krawall durch die Tür brechen. Weil die wissen ja eh, dass wir hier sind. Und da ist nochmal so ein Kran. Ich vermute mal, da wird gleich nochmal so ein Druiden-Spawner sein. Ja, so viel zum Thema Druiden-Spawner. Aber dafür haben wir ja das hier. Auf jeden Fall sollten wir erstmal nach und nach reingehen. Ja gut. Dann vergeuden wir eben nicht unsere Munition, sondern lassen dieses Ding auf ihn drauf stürzen. Ist auch ganz gut. Wozu brauchen wir eine Kranscheibe, wenn man die Dinger eigentlich losschießen kann? Achso, weil das hier noch da hinten. Puff, und da geht es schon kaputt. Easy. Easy Mode. Jetzt bringen wir unsere Raketenwerfer. Soll das ein Witz sein? Oh, ernsthaft? Kann ich die vielleicht und einfach so? Ja, wurde aber auch Zeit. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Raketenwerfer. Schuss bei Gold. Also, am einen finden wir mindestens noch. Da brauche ich mal wieder einen Bagdad-Tank. Das verschwinden wir hier. Bin ich schon komplett? Die Separatisten wollen sich auf Kashyyyk einnisten und genau das sollen wir verhindern. Okay. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Die Brücke von Kahiro. Die Schlacht steht an einem kritischen Punkt. Die Brücke von Kahiro ist das Herz des separatistischen Nachschubs. Kämpfen Sie sich zur Mitte vor und zerstören Sie die Brücke, um den weiteren Vormarsch der Separatisten zu ersticken. Und wird gemacht. Natürlich. Hui, abseilen. Die Separatisten sind gelandet und schwärmen aus. Ihr Team muss den schwächsten Punkt der Brücke, einen schmalen Bogen in der Mitte, zerstören. Damit wäre die einzige Verbindung zwischen Wookies und Separatisten. Zerstören Sie sich, wenn die Separatisten den Bogen zuerst erreichen, wird es schwierig. Roger, viele Wookies sind hier nicht, aber sie helfen uns, wenn sie können. Oh. Nein, nicht schon wieder. Ich bin beeindruckt. Beeindruckt stark. Man startet gleich und schon ist man angeschlagen. Super. Wir wegen diesen blöden Sammler-Druiden. Aber man hilft uns ein paar Wookies. Wookie-Bauer, yeah! Sie haben die Frachtschotten verriegelt. Können wir sie öffnen? Negativ. Sie wurden verriegelt, um den Feind aufzuhalten. Sie müssen die Schotten umgehen. Hier sind überall Grafikbugs. Das Spiel ist echt nur für neue PCs ausgelegt. Es ist zwar jetzt nicht so schlimm, aber es flackert hier alles so rum. Schade. Schade. Aha, ja, Schweiß. Psst. Wir sind durchgebrochen. Ja. Wookies sollten mal das Schweißen üben. Leader, werfen Sie ein paar Thermalgranaten durch das Loch. Der Schutt müsste die Typen aufhalten. Ein paar Granaten müssen Sie aufhalten, okay. Wird gemacht. Ich dürfte eigentlich genug Granaten reingeworfen haben. Sichern Sie die Markthalle. Perfekt. Und fliegt an die Decke, und fliegt du auch an die Decke. 4-0, Defensivvektor. Oh, schon wieder so. Das sind die nervigsten Gegner im gesamten Spiel. Wir haben den Teamleader verloren. Genau deswegen. Genau deswegen. Ich brauche Hilfe, Kommandos. Hilfe. So ein verdammter Druide hat mich schon wieder umgehauen. Hilfe. Und das ist auch schon das Levelende. Moment, warum sind wir nicht eben gerade erst ins Level reingekommen?
an der Front. Piu. Das ist die Brücke von Kachiro. Sie verbindet den unteren Teil der Stadt mit der Zitadelle. Ach, und noch etwas. Die Brücke selbst ist in der Mitte durch einen kleinen Brückenbogen verbunden, der die beiden Hälften verbindet. Die Vorhut der Separatisten hat diese Seite der Brücke bereits erreicht und versucht der eigentlichen Invasionsarmee den Weg zu ebnen. Dann platzieren sie an diesem Punkt, an dem die beiden Teile der Brücke zusammengehalten werden, eine Sprengladung. Sie müssen diese Brücke zerstören, damit die Separatisten aufgehalten werden. Viel Glück, Delta. Okay. Wird gemacht. Delta Team, sichern Sie die Markthalle. Vielleicht kriege ich dort diese Patronengurte, die ich schon immer wollte. Das stimmt. Auf einer Wookiee-Welt. Wookiees sind auch so große Händler. Und so. Ja, genau. Geht hinter den Wookiees in Deckung, hinter den Toten. Manöver abbrechen, Delta. Jetzt packen wir die echten Waffen aus. Yeah. Ich leiste mal 7 Gesellschaft hier. Ja, das ist ein schönes Schlachtfeld hier. So, dann kannst du auch abbrechen und kannst eigentlich schon mal einen weiter nach vorne fahren. Weil wir sowieso gedeckt werden. Wir sehen es! So, Scorch kann dann sich von da nach da verschieben und da oben hat er eigentlich die perfekte Position, weil das gesamte Schlachtfeld von ihm sieht. Dann stutzen wir mal die Bäume. Was? Bäume stutzen? Muss ich da jetzt hinschießen oder was? Versiegeln sie den. Moment, wir haben eh noch einen Raketenwerferschuss über, also. Wir haben keinen Raketenwerfer mehr. Warum haben wir keinen Raketenwerfer mehr? Der wurde uns abgeschossen. Bei allem Respekt, jagen Sie endlich den Ast in die Luft. Na, dafür durfte ich jetzt mal die gesamte Munition verballern. Toll. Echt super Lösung. Meh, fand ich jetzt nicht so toll. Eher eine Verschwendung. Piu! Dafür lasse ich trotzdem gerne noch Trandoshana fliegen. Gut, dann können wir doch endlich mal hier eine Wookiee-Armbrust nochmal mitnehmen. Wenn die uns schon unseren Raketenwerfer abgezockt haben. Liegt hier vielleicht noch ein bisschen Sprengmunition rum? Nein, natürlich nicht. Gute Arbeit, Delta. Die Markthalle ist sicher. Rücken Sie jetzt zur Verladerampe vor. Zur Verladerampe? Wo liegt die denn überhaupt erstmal? Ah, da hinten. Tür aufbrechen, los. Reinrushen. Go. Oh, das haben sie wirklich sehr schön verschweißt hier. Oh mein Gott. Ah. Huch, ich habe gar nicht gesehen, dass hier so einer gekommen ist. Wann wurde der denn abgeschossen? Wann ist der denn hierher gekommen? Oh, ich nehme die Waffe trotzdem ganz gerne. Und auch mal voll rein. Ihr habt keine Chance. Wenn ich mit meiner. Was weiß ich hier? Wenn ich hier mit Susi den Raum stürme. Ja, ich nenne die Waffe Susi. Ey, Susi. Da war doch eben gerade frei. Ist einfach gespawnt. Delta-Team formiert sich. Bin in Position, Boss. Oh, und ins nächste Level. Die Fäden. Was? Handschuhe. Nicht bewegen. Da ist irgendwas. Umgebungsfäden. Visormodus auf Nachtsicht schalten, Delta. Volle Spektralverstärkung. Die rechnen sicher nicht damit, dass wir im Dunkeln sehen können. Ja, das glaube ich auch. Oh. Okay. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Weil ich muss ja auch mal die Zeit reinkriegen, die wir bei anderen Folgen mal wesentlich länger hatten. Deswegen eine Minute. Ja, komm. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann haben wir hier gleich ein neues Level zu Beginn. Das war's von mir, euren Punkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.